Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Sims 4. Ja, und letztes Mal wurden ja schon die ersten Intimitäten ausgetauscht zwischen Blake und mir. Ja, und hier steht, soeben sind Rechnungen in deinen Briefkasten geflattert. Du hast Schulden in Höhe von 465 Simoleons und die bleiben 48 Stunden, um diese zu begleichen, bevor wir deine Anlagen nach und nach abschalten. Du kannst bezahlen, indem du dein Telefon, dein Computer oder den Briefkasten verwendest. Okay. Das sieht ziemlich schwul aus, wie der Teilchef da steht. So. Moment, eben meine Uhr anmachen. So. Platsch. Reki Shep Marmu. Chimre Parlele Dimp. Saya. Newman? Oh. Wobei. Ich hätte jetzt Durst auf den Kaffee. Ich hasse dich. Bamba Yups. Batanabe. Merkid Kaboy. Yes, an arp. Nibs. Fumu. Hogan. Yeah, no. Yaf Pilab. Plazenahe. Spoib. Hoivoy. You be me. Gomip. Ich muss zur Arbeit gehen. Chefflet. Dina Palm. So, dann geh ich. Geh mal eben die Rechnung bezahlen. Unsere ersten Rechnung. Jetzt haben wir aber auch kein Geld mehr. Jetzt rast die Zeit wieder, bis wir wieder aufstehen. Jo, da steht der Teilchef auf. Du kannst das mal essen, ja. Einen Moment, ich will angucken. So, da bin ich wieder. War der Teilchef, der hat mich kurz angerufen. Ja, ja. Oh, was will ich denn Jane kennenlernen? SMS schicken. Mal schauen, das kenne ich ja auch noch nicht. Ja, was hat er ihr jetzt geschrieben? Das sind Geräusche. Narschkel. Dann geh mal zur Toilette. Wie man das auch immer hört, ey. Und sie gehen wieder schlafen. Ich weiß, ziemlich langweilig, wenn die jetzt nur schlafen gehen. Aber wir haben jetzt
Erst recht kein. Oh, Entschuldigung, wir haben jetzt erst recht kein Geld zum Fernseher kaufen und so. Och, Dennis. Man hat den Furz richtig gesehen. Aber wir gucken mal hier draußen, weil, soweit ich mich erinnere, kann man so Steine ausgraben, beziehungsweise so Sachen. Mal schauen, ob es hier sowas gibt. Ihr könnt ja eigentlich auch mal angeln gehen. Ach, der Blake ist gerade duschen. Da läuft der Teichef. Da ist der Blake am Duschen, nicht am Singen, weil er gerade so angespannt ist. Mal schauen, wo ist denn der Teichef? Hier. Du kannst doch auch mal angeln gehen. Da ist ein Fisch. Oh, da hat jemand etwas angebissen. Schnell, Teichef. Jawohl. Guppi, Gewicht 10 Kilogramm, Wert 5 Simoleons. Was da wohl noch alles so rumschwimmt? Cool, dafür bekommen wir ja Geld. Ah. Das, aber ich weiß halt nicht, wie man sie verkauft. Müssen wir dann mal gucken. Wie das aussieht. Oh, da kommt dabei ein Fisch und bei dem Teichef auch. Da hat was angewissen, bei beiden gleichzeitig. Der Dennis hat ein Guppi gefangen, genau wie der Teichef. Also beim ersten Mal. Da ist er. Achso, das dauert immer ein bisschen. Wir angeln jetzt noch mal ein bisschen, weil so können wir auch Geld reinkriegen. Michelle hat einen guten Fang gemacht. Ein Goldfisch, Gewicht 11 Kilogramm, also 0,11, Wert 5 Simoleons. Ist zwar nicht viel, aber wenn man da schon so öfters mal was fängt, ist eigentlich ganz gut. Ah, dadurch wird der Spaß auch wieder aufgefüllt. Das ist eigentlich ganz gut. Wir haben wieder beide was gefangen. Michelle hat einen guten Fang gemacht, ein Guppi. Wahrscheinlich gibt es hier nur Guppis und Goldfische. Huh.
Anscheinend sind die Fische in dieser Gegend zu clever für Dennis. Er sollte woanders angeln, bis sein Fähigkeitslevel hoch genug ist, es an einem wertvollen Köder probieren. Michael, ach so. Okay. Der Dennis geht, glaube ich, jetzt gerade schlafen. Dann gucken wir jetzt noch einmal ein wenig dem Teichef zu. Rixa. Ach, da kommt der Black. Das ist ihr Wunsch. Tridna. Also Melanisch. Mit Handschocker reinlegen. Habini? Moibe. Snope Fleeza. Pivotal. Oots. Neskafane. Spino. Lise. Charg. Was fangen die denn? Ach, ich glaube, die müssen einfach schlafen. Ich glaube, die haben schlechte Laune. Anscheinend sind die Fische. Shorg. Das war gerade ein Wecker, aber nicht fürs Folgenende. Da kommt der Teichef. Der ist so unnötig, warum geht er nicht einfach über die Straße? Noch 7 Minuten. Mal schauen, ob er sich jetzt hier schlafen legt. Mit Brille gehe ich schlafen, geil. Jetzt wird wieder die Zeit ein bisschen vorgespult. Der Blick muss zur Toilette. Aber schön, dass sie sich auch hinsetzen. Und der Blick schläft beinahe auf der Toilette ein. Ach, der Teichef hat wieder Hunger. Kann er das trinken?
Ja. Die Couch ist so unbequem. Yabasane? Was hat er denn? Der Teilchef muss eigentlich jetzt arbeiten. Dann geh mal arbeiten. Das ist ein Hasenkühlschrank gewesen. Oh, bin ich genervt. Ich hoffe, so sehe ich nicht auch in echt aus, wenn ich genervt bin. Oha. Sauer er ist. Wie gemein er ist. And Zerpa Pahili Karanizi. Spubani. Harfus say hoi voi. Obs. Yasib. Waba. Yaug. Koya. Ich gehe erstmal zur Toilette. Wadida, huh? Deroy. Flish! Mona Corbo. Darkum Zidna. Vanu Waxo Lanu. In a Plavar. Plavar Sam's. Ich hab Lust zu spielen. Oder auf Cupcakes. Nibs. Batanabe. Ich will die Sonne. Und ich bin gut. Und ich bin gut. Ich hasse Fliegen. Und ich bin auch gut. Ich hab Durst auf den Kaffee. Und sie muss jetzt erstmal pinkeln. Firewall durchbrechen. Bei einer routinemäßigen Hintergrundüberprüfung stößt Michelle unerwartet auf eine Firewall. Er hätte nicht gedacht, dass die von ihm benötigten Informationen geschützt werden. Er kann die Firewall entweder durchbrechen, um detaillierter nachzuforschen, oder einen vorgesetzten Agenten zur Hilfe rufen. Nicht, dass wir Ärger bekommen, deswegen Fall übergeben. Vorgesetzte Agenten können nicht immer zur Rettung ein. Du musst langsam mal mehr Initiative zeigen, sagt der Boss vor Michelle. Er wird sich bestimmt negativ in seiner nächsten Leistungsbewertung niederschlagen. Ach so, scheiße. Ich laufe. Ebene! Oh, was sagst du? Ishi! Go on, Ishi! Bolamide! Flip! Barsp! Hoi boy! You be me! Gomip! Schimba shows him! Why make us a bro? Ich geb den Daumen runter. Du bist scheiße. Und ich muss schlafen. Du bist trotzdem scheiße. Es ist nicht sauber hier. Hoi voi!
Ja, dann musst du mal deine Medizin nehmen. Ich glaube, du hast deine Medizin nicht genommen. Ich bin der Geilste, ja? Ja, dann am besten musst du dir meine Tüte über dein Gesicht ziehen. Du bist so hässlich. Ich hasse dich. Oh. Pidi, abgehen. Ja, zieh dir am besten eine Tüte über den Kopf. Ich hasse dich, ehrlich. Du bist hässlich. Ja, und ich hab Hunger. Ja, du siehst aus wie ein Kamel. Deswegen gebe ich deinen Daumen nach unten. Ja, aber du bist hübsch. Oh, jetzt geht's wieder ab hier. Barsp. Spoil a day. Neeb. Blenarg. Blarb. Came a barb. Upskeet. Munkez. Yakana. Namiladu. Hoi voi. You be me. Hör doch auf mit mir zu reden. Dim's a day. Dim's a day. Ja, meine lieben Freunde, da war, ist die 20-minütige Folge schon wieder rum. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!